Na, willkommen zurück, liebe Leute. Mein Name ist Marok Smile und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Gameplay. Und wie ihr seht, seht ihr nichts, voll lauter Qualm. Quatsch, aber wir kriegen, ich bin sehr positiv gestimmt, weil wir kriegen 50 Mitarbeiter. 50 Mitarbeiter, wisst ihr, was bedeutet, ey, Mann? Das ist hier ein paar Touren, du, mit dem Schiff. Und wir können die alle hier runterbringen, aber wir haben immer noch nicht das Gesetz erlassen. Wir haben noch 37%. Wir erlassen nicht das Gesetz. Wir gucken mal, was passiert. Vielleicht gehen sie in Streik, vielleicht nicht. Wir haben sie erstmal jetzt beruhigt, weil ich finde, herzhafte Rationen, ich weiß nicht, wie viel. Wenn wir da, jetzt können wir mal drauf gehen. Nee, das war es nicht. Das war hier. Administration. Herzhafte Rationen. Guck, wir können schmackhafte und nahrhafte Nahrung anbieten, um unsere Leute zu motivieren. Natürlich würden wir dafür mehr rohe Nahrungsmittel benötigen. Neues Rezept. Herzhafte Mahlzeit im Speisehaus verfügbar. Die Einnahme von herzhaften Mahlzeiten steigert die Motivation täglich. Wir gucken mal, warte mal, solange sie jetzt, vielleicht können sie das gleich fertigstellen und dann müssen wir uns in die nächste, weil wir müssen hier, das ist jetzt geschlossen, diese Tageszeit, ja. So, wenn wir 50, wir können die überall einsetzen, wir können die hier, Leute einsetzen, wir können... Hier haben wir genug Leute, hier sind auch genug. Das ist wahrscheinlich... So, die Wildbeuteeinheit Nummer 7 sind sicher in die Stadt zurückgekehrt. Du kannst ihren Quartier auflösen oder zurück zur Ebene schicken. Wir schicken sie zurück zur Ebene. Da könnt ihr hin. Okay. Da haben wir die Menschen, die jetzt gekommen sind. Davon sind 4 Kranke. Schwer erkrankt ist niemand. 25 Patienten bei uns in Behandlung. Haben wir noch mehr Ingenieure, die wir hier einsetzen können? Nein. Das nächste Schiff bringt bitte 6 Ingenieure mit. Wir müssen nämlich diese Baustelle da auch mal auffüllen hier. Das geht nicht. 6 Kranke. Wir behandeln die. Und dann gucken wir mal, wie wir weiter vorangehen können. Jawohl. Es fehlen uns immer Transport angekommen. 18 Mitarbeiter. Nochmal 18 Mitarbeiter. Sehr gut. Die Stadt wächst und wächst. Wir haben schon wie viele Einwohner? Wo waren denn die Einwohnerzahl da? 356. Und keine Kinder, komischerweise. Warum auch immer. Wir brauchen Ingenieure für unsere Krankenstation. So. Da fehlt uns auch noch ein Ingenieur. Okay. Wir haben für alles eigentlich gesorgt. Für Essen, für alles. Sende Wildbeute aus dem heraus. Was am Standort 120 passiert ist. Hab ich doch. Hä? Herzhafte Mahlzeiten. Ja, hier. Das herzhafte Mahlzeitengesetz. Wir gucken. Na, ja, wir können das ja erlassen. Aber wir müssen das ja nicht. Okay, Motivation steigt. Aber wir haben es noch nicht. Okay. Ist das immer für alle? Wir beobachten das. Wenn wir sinken, dann müssen wir das stoppen. 1200 oder so Maximum.
Okay. Ah, das ist jetzt neu. Das habe ich sehe ich zum ersten Mal mit dieser Liste jetzt hier. Ach, das sind die Ingenieure oder was? Ah, okay. Motiviert sie schneller zu arbeiten. Die Aufseher wurden eingesackt. Sir, die Arbeiter haben einen Aufseher in einem Sack gesteckt und ihn in eine Schubkarre abgeführt, weil er sie wegen Rauchen bei der Arbeit ermahnt hat. Die Aufseher verlangen eine Bestrafung. Das ist eine unverschämte Missachtung unserer Autorität, sagt ein wütend entbrannter Ingenieur. Wie soll ich meine Arbeit verrichten, wenn ich mir deine Unterstützung nicht sicher sein kann, Sir? Denn wären wir wehrlos, schreit ein Arbeiter, wir brauchen keinen Sklaventreiber. Ist egal, dann so eine. Wenn Sie glauben, dass Sie uns einfach so herumschubsen können, haben Sie. Oh, der erste Schnee. Oh, das muss ich mir jetzt genau durchlesen, liebe Leute. Hier steht's doch, guck mal. Als diesen Morgen das Lager erwacht, schweben weiße Flocken aus dem Himmel. Der erste Schnee ist viel früher gekommen als erwartet. Und obwohl er schon bald wieder dahin schmilzt, bleibt die Stimmung gedrückt. Die Leute kämpfen sich durch den Nebel. Der Schneefall dämpft ihre Stimmung und lässt ihre Haut kreidig-bleich erscheinen. Einer der Einwohner flüstert fluchend: Das hat uns noch gefehlt. Die Arbeit wird in dieser Kälte noch mühsamer. Diese schlechte Überraschung ist das erste Anzeichen eines frühen Wintereinbruchs. Aber niemand will darüber reden. Die Motivation fällt mit jedem Morgen. Wir müssen durchhalten. Jeden Morgen fällt die Motivation. Wie soll ich denn das jetzt noch hier? Wir haben aber noch 0 Grad. 0 Grad. Jetzt haben wir sind noch nicht in den eisernen. Oh, die Temperaturen fallen. Ist fertiggestellt. Prima, prima, prima. Jetzt brauchen wir nur noch diese 50 und 25, okay? Daher bitte Vollgas. Bitte Vollgas. Liebe Leute, mein Lie. Ach Gott, hier, das habe ich total vergessen hier. 15 Mitarbeiter hier. 10 hier. Für das gute Holz. Und so, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Motivation an den Arbeitsplätzen, liebe Leute. Kommt. Wir werden nicht nachgeben. Habt ihr Gießerei streikt? Nein. Das darf da wohl nicht wahr sein. Jetzt wollt ihr streiken. Jetzt, wo wir das doch brauchen. Okay, wir gucken mal, was ihr wollt. Die Arbeiter streiken. Biete ihnen an sich den ersten des Tages freizunehmen. Versucht sie mit Zusatzrationen. Beruhigt sie mit doppelten Rationen. Ich muss darüber nachdenken. Der Arbeitsplatz bleibt bis zum nächsten Tag geschlossen. Die Forderungen können massiv ansteigen. Hier. Okay, einverstanden. Und jetzt produziert. Ich will, dass ihr produziert. Wir brauchen dieses gute Gemisch. Wie viel brauche ich nochmal hier? 50 Einheiten und 25. 50 und 25. 50 und 25. Auf. 50 und 25. 50 und 25. Fünfzig und 25.
Na kommt. Hier brauchen wir 6 insgesamt. Damit wir das alles aufstellen können. Oh Mann, oh Mann. Bis hierhin ging es ja noch gut, ne? Ich kann ja auch nicht mehr weiterforschen. Das Problem ist, ich brauche 50 Stahl, aber ich habe keine 50 Stahl. Hey, aber hier. Da haben wir nochmal. Hey, was wir aber nicht gebaut haben, ist eine Sammelstelle. Natürlich haben wir keine Sammelstelle gebaut. Sammelstelle. Ja, wir haben doch diese Häuser abgerissen. Aber wir haben keine Sammelstelle dahin gebaut. So. Das hier macht ja nichts. Wir haben ja noch hier jede Menge Kohle, die wir abtragen können. Und dann haben wir hier jede Menge Arbeitsplätze, die wir füllen können mit Arbeitern. Wenn ich so richtig da mal reingucke, wo fehlen denn noch Arbeitskräfte? Hier brauchen wir nicht, da auch nicht. Außer Betrieb. Weg damit. Ja, dann musst du halt hier rüberrücken, ja. Sägewerk. Nee. Dann einfach ein normales Sägewerk dahin und gut ist, ey. Sehr gut. Ja, es wird volle Karacho gearbeitet jetzt hier. Ne? Oder täusche ich mich? Nein. Wir sind auf einem guten Weg. Ich schicke diese Wildtoll. Das habe ich doch. Standort 120. Wo soll der denn sein? Das wird er wahrscheinlich sein, da. Okay. Ingenieure kommen, wir können damit nämlich unsere Kranken auswählen. Einfach nur so krank, genau. Die Motivation können wir nichts tun jetzt erstmal. Die Badehäuser sind gut. Aber die Kohle für diese ganze Herstellung, ne, das ist echt. Da brauchst du echt Kampfgeist, so. Um die natürlich herzustellen. Ne? Weil ohne Kohle ist. Wenn der Winter kommt, sind wir verloren. Wir müssen so viel Kohle einsammeln, wie wir nur können. Und diese ganzen Fabriken, die brauchen so viel. Guck mal, wie viel allein nur an Holz jetzt verwendet wird, damit man die herstellt, diese Bauprofile. Okay, die sind angekommen. Geschlossen zu dieser Tageszeit. Weiter. Es ist keine große Hügel, er bietet jedoch keinen guten Überblick über die Ebene. Unweit von hier können wir ein paar dunkle Flecken ausmachen. Weitermachen. Okay. Die sind auf einem guten Weg dahin. Unser Schiff kommt in 7 Stunden mit unseren Ingenieuren. Ja. Wir haben 0 Grad. Die Temperaturen sind noch im Rahmen. Die Motivation darf natürlich nicht so weit fallen, dass. Aber wir haben eigentlich alles unter Kontrolle. Hoffe ich mal. Wenn wir mal in die Statistik reingehen, gucken. Freie Betten 125. Gut. Ich bin immer wieder einer gerne, der immer wieder mal nachlegt hier. Ja. Tut niemandem weh.
bisschen was nachzulegen immer. So. Okay, der Schnee kommt. Das ist genial. Das Spiel ist einfach der Hammer hier. So, was haben wir denn da? Oh, Planänderung. Der Anfang vom Ende. Sir, ein Telegramm aus London. Die Transportwege werden schon bald abgeschnitten sein. Der Frost kommt früher als erwartet. Die Royal Meteorologia, schlag mich tot, warnt, dass das Meer in 12 Tagen zugefroren sein wird. Dadurch werden Schifffahrt und Schifferei völlig zum Erliegen kommen. Fischerei zum Erliegen kommen. Ach, das... Nein, bitte nicht. Wir werden sämtliche Lieferungen in 10 Tagen einstellen. Du solltest mit der Lagerung von Materialien und Nahrung beginnen. Die Evakuierung durch einen Eisbrecher sollte planmäßig in 18 Tagen erfolgen. Es ist unerlässlich, dass der Generator bis dahin fertiggestellt wird. Viel Glück. Das ist doch, das, die Temperatur sinkt drastisch. Lieferungen enden am Tag 37. Du musst den Generator bis Tag 45 fertiggestellt haben. Das ist unmöglich. Warte mal, ich muss mal speichern. Wir machen mal hier. Wir machen mal hier. Tag 45, dann weiß ich, was das ist. Oh nee. Ihr habt's gelesen, liebe Leute. Das ist jetzt. Ich weiß nicht. Wie soll ich denn jetzt den Generator fertigstellen, wenn ich keine Holzlieferung mehr bekomme? In ein paar Tagen habe ich nichts mehr hier. Das heißt, liebe Leute, für uns gibt es nichts anderes als durchzuarbeiten. Hier die Hafenstellen. Never ever dürft ihr stoppen. Oh, wieso kann ich nicht? Kann ich keine 24-Stunden-Schicht einführen? Hier Firmenbestattung erhöht zum Beispiel. Das weiß ich. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Liebe, mein lieber Scholli, wie soll ich denn das jetzt wieder überwältigen? Überwältigen, sag ich. Bewältigen. Ausländerdeutsch. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Nein. Nein, nein. Hab ich. Ja, Moment, ich komme sofort dazu. Noch, oh, jetzt kommen sie alle auf einmal, ey. Und das ist die leichteste Stufe bei diesem Spiel, ne? Es ist wirklich die leichteste Stufe bei diesem Spiel. Okay, gucken wir, was sie wollen. Angst verbreiten. Verstehe ich. Also hier, Übelnde aus der Süden. Sir, einige der Einwohner, die wir aus dem Arbeitslager gerettet haben, in dem der Generator ausgefallen war, sind mit den Lebensbedingungen in unserem Lager unzufrieden. Aha, okay. Sie beschweren sich über die Arbeitssicherheit und über Überstunden. Sie behaupten, die Arbeitsbedingungen wären unmenschlich und unser Lager würde ihrem vorigen zu sehr ähneln. Aber das Schlimmste daran ist, dass auch unsere Leute auf sie hören und immer ängstlicher werden. Unzufriedenheit steigt. Ach, einfach ignorieren das bisschen da. Vorbereitung auf die Kälte. Sir, niemand hat mit dem plötzlichen Kälteeinbruch gerechnet. Wenn die Wettervorhersagen stimmen, wird die Fertigstellung des Bauvorhabens deutlich erschwert. Die Mannschaft, die an Entwicklung neuer Technologien arbeitet, versucht, die Auswirkungen der Kälteeinbruchs abzuschwächen. Wenn du willst, können einige ihrer Ideen zur üblichen Lösung Weiterentwicklung werden. Zeig sie mir. Feuerstellen, Heizkörper, Wärmedämmung im Gesundheitswesen. Ich weiß nicht, wie ich das alles machen soll.
Und ich muss auf die nächste Stufe hoch. Ich muss auf die nächste Stufe hoch. Das egal was ist, ich muss jetzt da hoch. 150. 150, okay. Never ever hätte ich gedacht, dass das so weit kommen wird. Ey, nein. Wenigstens haben wir noch ein paar Ingenieure bestellt. Vielleicht können wir noch mal ein paar Ingenieure. Wir bestellen noch mal ein bisschen mehr Ingenieure. Säcke habe ich genug, sagte einer. Dampfkerne brauche ich jetzt erstmal nicht. Warte mal. Wir müssen Transport ist angekommen. Noch mehr Ingenieure, bitte. Noch mehr Ingenieure. Dieser Ort sieht unserem eigenen Lager unheimlich ähnlich, aber wie es scheint, wurde es jedoch durch Feuer und Aufstände zerstört. Wie es scheint, ist der Generator erst kurz vor seiner Fertigstellung explodiert. Ein tragisches Ende. Standort 120 wurde durch eine brutale Rebellion zerstört. Überall liegen unbegrabene Leichen herum. Überlebende gibt es keine. In der Höhle des Generators fanden wir sogar noch mehr Tote. Der Kleidung nach zu urteilen waren viele der Opfer Ingenieure. Alle Gebäude liegen in Schutt und Asche. Entweder vom Feuer verschlungen oder absichtlich zerstört. Wir schnappen uns die übrigen Vorräte und verlassen diesen schrecklichen Ort. Schnee. Okay. Zahlreiche Fußspuren führen von Standort 120 zu den Schneebögen. Da gehen wir jetzt rüber schnell. Wir müssen Acht geben. Diese Leute müssen wir loswerden. Das sind Verräter. Wir müssen die Warte mal. Wie sieht's denn jetzt aus? Wir brauchen noch 50 Stahl. 50 Stahl. Okay, jetzt können wir. Wir können in die nächste Stufe, weil wenn es kalt wird, we have no choice dazu. Okay, liebe Leute. Ihr habt's gesehen. Bis hierhin ist es jetzt. Warte mal, noch ein. Eine letzte Hoffnung. Danke für die Untersuchung von Standort 120. Es ist sehr bedauerlich, was Ihnen zugestoßen ist. Die Arbeiter, die du bei dir aufgenommen hast, wissen bestimmt mehr, als sie zugeben. Wir haben den starken Verdacht, dass sich in ihrem Reihen Staatsfeinde verstecken und legen dir nahe, die Augen nach gefährliche Syndikatlisten offen zu halten. Berichten auf der ganzen Welt zufolge gibt es keine Aufzeichnung dafür, dass Abkühlung abnimmt. Da die anderen Generatorprojekte abgebrochen wurden, ist der Standort Liverpools letzte Hoffnung, falls eine Evakuierung notwendig werden sollte. Okay. Das ist das Speisehaus. Wir werden jetzt alle Rationen kürzen. Ausnahmslos. Eine Kältewelle kommt. So, warte mal. So. Okay. Okay. Einfache Mahlzeiten. Gut. Okay. Dann haben wir noch hier maximal 5 Ingenieure. Die Forschung kann beginnen. Die Leute gehen wieder an die Arbeit. Hier können wir keinen Holzkohlemeiler betreiben im Moment. Bauprofile haben wir noch. Okay. Sehr gut. Also. Liebe Leute, gebt Gas. Gebt, was das Zeug hergibt. Ey. Wir brauchen so viel, wie es nur geht. Wir haben keine andere Wahl. Wenn die Hafen gleich zufrieren.
Müsst härter arbeiten, einfacher machen. Die Fabrikaufsichtsbehörde erhöht die Sicherheit von bis zu 3 Arbeitsplätzen mit vollen Inspektionsstab mit der niedrigsten Basisstufe. Okay, 2 und das hat sie erhöht und die dritte weiß ich nicht. Okay. Oh Mann, oh Mann. Wir brauchen noch mehr. Die Kohle, die wir hier haben, die lassen wir auch da liegen. Das ist unsere Notfallration in härteren Tagen. Wir können da nicht dran. Wir brauchen Leute für die Baustelle, ne? Genau. Aber, ey, sammelt das solange es geht ein. Warum denn nicht? Ist doch richtig. Ne, könnt das ruhig einsammeln. Ihr könnt da wieder ruhig rangehen. Sammelt das solange es geht ein. Und dann gucken wir mal. Es ist so spannend. Ich weiß nicht, wie ich bis Tag 37 das alles schaffen soll. Wenn der Hafen einfriert, dann haben wir den Kampf verloren, liebe Leute. Wir müssen bis dahin den Generator fertiggestellt haben. Und wir können keine weiteren Schichten... Oh. So. Wir sind den Flüchtigen zuvor gefolgt haben. Hier jedoch ist wohl verloren. Ihre Fußspuren wurden vom Neuschnee verdeckt. Okay. Wir haben bei der Durchführung des Gebietes einige Rohstoffe gefunden. Die Flüchtigen scheinen als unnötige zurückgelassen zu haben, um leichter reisen zu können. Niemand weiß, was mit ihnen passiert ist. Aber wenn man bedenkt, wie abgelegen diese Insel und wie rau ihr Klima ist, sind sie wahrscheinlich längst verhungert oder erfroren. Tagebuch. Okay, zurück. Kehrt bitte zurück. Und dann haben wir noch mal hier. Okay. Wir können 20 Mitarbeiter hier einsetzen. Und ihr müsst ja jetzt keine großen Schichten schieben jetzt erstmal. Aber ich brauche die gar nicht da drin. Also von daher ist alles gut. Hier alles easy. Hier auch. Oh Mann. Okay. Dann geht bitte wieder zurück. Ich weiß nicht, warum die jetzt aufgehört haben. Okay. Noch erforscht. Okay, so. Schluss mit dem Krieg. Sir, ein Arbeiter hat einen Brief von seiner Mutter erhalten. Dort steht, dass sein Bruder während einer Demonstration gegen die Wehrpflicht erschossen wurde. Sie wurde im 2. Jahr des Balkankriegs eingeführt und ist äußerst umstritten. Die Jugend protestiert bereits von Anfang an dagegen. Doch diesmal wurde zum ersten Mal Panzer gesendet. Das Streitrisiko steigt. Zensier den Brief, fertig. Hat kein Mensch gesehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ein rationalisierter Produktionsprozess, der die Materialkosten vom Stahlgemisch um 20% senkt. Das ist schon mal was, ja. Sicherheitsverbesserung? Nein. Es geht nur noch um Sicherheit. Sicherheit. Hier, was ist das? Lüftungs... Kopplung, Effizienz, Nahrung. Wir brauchen mal gucken, was wir mit Rohstoffen machen. Erweiterte Sägewerkradius. Uninteressant. Thermo was? Holzkohlemeiner produzieren einfach mehr Kohle. Das ist alles. Krankenhaus. Zusätzliche Dings, das könnten wir. Wäre gut.
Ich habe gedacht, da kommen irgendwelche Innovationen. Fortgeschritten, Angelhafen, Krankenhaus. Hier Wärmedämmung in Gesundheitswesen, verbesserte Heizkörper. Oh Mann. Die Entscheidung wird jetzt schwieriger. So, aber das haben wir ja schon mal. Wir können mal hier gucken, ob wir nochmal mehr produzieren können. Wir brauchen noch jede Menge. 40 haben wir schon, 25. Ja. Stahl ist immer gefragt. Ich weiß nicht, wir haben ja schon hier 300, 600 Stahl. Liebe Leute, es hat kein Ende. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.